Ja, willkommen meine lieben Zuschauer. Meine ganz andere Begrüßung. Nein, ihr seht, ich bin im Pausenmenü. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach nochmal eine Folge. Das hat eben gerade so ein bisschen Spaß gemacht und dann ja, brauche ich ein bisschen Nachschlag. Das will ich jetzt gemeinsam mit euch machen. Von daher, ja, legen wir einfach los. The Zombies are coming. So, und da kommen sie auch schon. Und das kleine Minispiel zwischendurch kennt ihr ja schon. Ich kann nur das anwenden, was hier oben als Art Fließband rein gespielt wird. Das sind, wenn ich das richtig sehe, schafft er die beiden? Nee, schafft er nicht. Soll aber auch egal sein. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich die Menge hier sehe. So, den stoppen wir hier erstmal. Oh, Hütchen. Wunderbar. Na komm, dich müssen wir so eliminieren. Ach Gott, den habe ich total übersehen hier gerade. Wunderbar. So, zwei Wellen. Okay. Oh oh. So, komm, das sieht bisher recht gut aus. Hier müssen wir uns was einfallen lassen, aber ich denke mal, da wird unsere Cherry Bomb. Genau. Das haben wir bisher ganz gut im Griff. So. Ah, das war falsch jetzt. Jetzt war ich ein bisschen von der Rolle. Mal schauen, was wir hier jetzt noch machen können. So, ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn hier mal ein bisschen was Größeres kommen würde. Also die einfachen Bohnenkanonen sind ja alle nicht schlecht. So, jetzt kommt die dritte Welle. Muss ich jetzt Angst haben? Wir setzen mal den hin. Wir setzen mal den hin. Und dann setzen wir den vor und den vor. So, und damit hier nichts passiert. Das sieht recht einfach aus irgendwie. Und ich denke mal, das waren hier schon die letzten. Jawohl. Wunderbar. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt. Ich muss mal ganz kurz gleich mal, glaube ich, Destroy an entire lane of zombie. Oh, okay. So wie ich das verstehe, wird eine komplette Bahn durch diese Jalapeno zerstört, eliminiert. Und das gucken wir uns natürlich jetzt mal an. Die nehmen wir natürlich in der nächsten Runde mit. Ach, du ahnst es nicht. Der kommt mit dem Rasentraktor hier. Na gut, dann bin ich aber gespannt. So, das haben wir. Das haben wir. Die Dreier nehmen wir mit.
Langsamer brauchen wir eigentlich. Komm, wenn wir den Dreier haben. Auf jeden Fall Cherry Bomb und dann brauche ich hier noch. Cherry Bomb, sage ich schon. Die Jalapeno. Ist das so okay? Ne, komm, dann lassen wir einfach mal die Cherry Bomb. Dann machen wir mal den Kürbis mit. Und dann bin ich mal gespannt jetzt. Legen wir los. Ich will hier aber nur mal rangucken. Also irgendwas mit der Geschwindigkeit habe ich hier mit Sicherheit nicht gemacht. Das kommt mir alles so schnell vor. Also nichtsdestotrotz lasse ich mich natürlich nicht beirren. Wir fangen wie eh und je mit unserer Verteidigung an. Sprich, ich versuche auf die Schnelle zwei Reihen Sonnenblumen aufzustellen. 125. Okay. So, hier werden wir unseren Squash. Nennen wir ihn einfach demnächst auch so. Squash. Aktivieren. Damit wir hier erstmal in Ruhe unsere Sonnenblumen aufbauen können. Zacki, zacki. Hühnerkacki. So, unser nächster Squash. Ist auch gleich fertig. Und dann können wir schon die zweite Reihe beginnen. Wunderbar. Lalalala. So, unser Jalapeno werden wir natürlich nachher erst einsetzen. Renner. Zertrete ihn. Jawohl. So, gleich geschafft. Könnten wir rein theoretisch schon mal den setzen. So. Den setzen wir nach oben. Dann können wir hier noch ein eine Seerose pflanzen. Ich muss gerade schon ein bisschen aufpassen. Zack. Das sieht gut aus bisher. Ein bisschen Zeit haben wir noch bis zur ersten Welle. So, durch den Teich. Ach, jetzt kommen die ersten. Okay. So, ich denke mal in der nächsten Reihe fangen wir unsere Dreier an. Und dann dürfte es jetzt gleich für die erste Welle soweit sein. Kriegen wir bis dahin noch einen Dreier schnell zusammen? Ja. Auf jeden Fall ihmchen und ihmchen. So, und dann jetzt kommt unser Rasentraktor. Der sieht ja gefährlich aus. Und dann werden wir jetzt mal unser Jalapeno aktivieren. Ach Gott, was wird das? Eine Eisschicht? Kavum! Die ganze Bahn zerstört, wie versprochen. Alles rationalisiert. So, und ja, baut auch relativ fix auf. Also, so, hier steht auch noch alles in der Mitte, auch alles wunderbar.
Komm, da setzen wir noch eine Bahn. Wobei die, glaube ich, gar nicht durchkommen werden. Wie das so batscht. Durch die ganzen Erbsen, die da auf die Zombies einschlagen. Man hätte dem Geld ein bisschen eine andere Farbe geben sollen, weil Silbermünzen, okay, die sind ja nun mal auch Silber, aber... So, unser Jalapeno ist schon wieder fertig. Könnte schon wieder zum Einsatz kommen. Bisschen andere Musik. Zwischen... Hier ist schon wieder Geld. Das übersehe ich immer leicht, muss ich ehrlich sagen. So, ganz aus und dann jetzt noch ein 300er. Und dann habe ich völlige Ruhe. Dann lehne ich mich zurück. 325 und den Dreier da rein, genau. Und da kommt schon wieder ein Rasentraktor. Zack, da geht der erste runter. Komm, dann können wir den auch nochmal gleich. Rasentraktor. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Auf den Rasentraktor. Wer weiß, was der anstellt. Tja. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber das war einfach. Gute Taktik. Alles hat gepasst. Oh, und was bekommen wir jetzt als Belohnung? Das ist Wahnsinn. Hier auch zwei Äuglein. Wie süß. So, Pops tired and hurt zombie that step on it. Und da bin ich immer gespannt. Drüber latschen, kaputt gehen. Gucken wir es uns in der nächsten Folge wieder an. Die Zeit wird jetzt nicht mehr ausreichen und in Überlänge wollen wir nicht gehen. Von daher hoffe ich sehe dich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Hau rein. Tschüss.